Grundlage dieses Knotens ist der Eskimo-Palsteg. Er hat genau das gleiche Knotenbild, nur dass der Palsteg natürlich eine Schlaufe bildet. Dieser Knoten verbindet zwei Leinen miteinander. Der Eskimo-Knoten. In das Arbeitsende der linken Leine legen wir ein Überhandauge. Das Arbeitsende der anderen Leine wird von oben durch dieses Auge gesteckt. Über diese Bart geführt und wieder von unten in dieses Auge gesteckt. Knoten wird zugezogen. Und wir haben eine haltbare Leinenverbindung, den Eskimo-Knoten.